Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video und ich muss mal ganz kurz Tacheles mit euch reden, meine Freunde. Das Musikvideo, was am 1.4. gedroppt, das hat jetzt ungefähr 400.000 Aufrufe, ja. Erstmal ein riesiges Dankeschön für diese abnormale Anzahl an Aufrufen, meine Freunde. Und zwar, meine Freunde, werde ich in diesem Video ein wenig über das Musikvideo reden, über unser Projekt und generell, was da alles noch auf euch zukommt. Ich weiß, dass ihr wahrscheinlich schon gar nichts mehr davon sehen wollt, also wenn ihr keinen Bock drauf habt, schaut es euch einfach gar nicht erst an. Erstmal möchte ich sagen, dass da auf jeden Fall viewtechnisch noch einiges zu holen ist, meine Freunde. Also möchte ich euch nochmal gerne darauf hinweisen, teilt das Video ruhig noch mit allen Leuten. Schickt es gerne Kollegen bei WhatsApp und so weiter und so fort. Es ist einfach ein Herzensprojekt, wo wir extrem viel Zeit rein investiert haben. Die Views sind allerdings erstmal für uns zweitrangig. Trotzdem würden wir uns natürlich über mehr freuen. Das ist immer der Fall. Aber am wichtigsten ist jetzt erstmal für mich überhaupt darauf einzugehen, was das Feedback in den Kommentaren ist, meine Freunde. Und alter Schwede, wir haben 54.000 Likes mit meinem Like übrigens dazu. Und ich hatte noch nie ein Video, was so krank viele Likes bekommen hat, meine Freunde. Ich habe wirklich eine Menge positives als auch negatives Feedback mitnehmen können, was ich jetzt gerne mal klarstellen möchte. Ihr hört es vielleicht, ich bin noch ein bisschen krank und die ganzen Drehs und alles, die ganze Vorbereitung hat mich echt ein bisschen gekillt, meine Freunde. Deshalb bin ich, wie gesagt, ein bisschen im Eimer und es kann sein, dass jetzt die Tage, wie gesagt, ein paar weniger Videos kommen, aber ich versuche auf jeden Fall mein Bestes, das irgendwie beizubehalten. Ich habe jetzt keine genauen Kommentare rausgepickt, beziehungsweise irgendwas vorbereitet, sondern ich glaube, wir können einfach mal gemeinsam durch die Kommentare durchscrollen und ich werde ein bisschen darauf reagieren, meine Freunde. Singt dieser behinderte Bastard überhaupt einmal in diesem Scheißlied? Und das ist eine Sache, meine Freunde, die ich absolut nicht verstehe. Ich verstehe es absolut nicht. Achtung, meine Freunde, ein Hyperbel-Vergleich, den ich jetzt stellen werde. Ein übertriebener Vergleich, der trotzdem eventuell ein wenig Anwendung hier finden würde. Ihr kennt vielleicht alle den Star-Produzenten Timbaland, mit dem ich mich um Gottes Willen niemals auf eine Stufe stellen würde und um Gottes Willen noch nicht mich auf eine Stufe stellen würde. Trotzdem gibt es sehr viele Songs von Timbaland, wo Timbaland nicht aktiv als Voice-Actor mit beteiligt ist. Denn Timbaland ist eins, und zwar der Produzent dieser Geschichte. Timbaland hat meistens den Beat gebaut, beziehungsweise die Hintergrundmusik, für die Leute, die es nicht verstehen, und hat dann das Mastering, das Mixing übernommen und hat halt sehr viel kreativen Einfluss auf die Gesamtentwicklung des Projekts erwirkt. Dann kommt dazu der Vocal Artist. Vocal Artist war bei uns dieses Mal Cliff Savage. Ich weiß, dass wahrscheinlich viele Leute erwartet haben, dass ich sowas wie Löwenkind oder wie ApoRed's Hip-Hop Beats raushauen werde, aber es war mir von Anfang an klar, meine Freunde, dass ich überhaupt keine Singstimme habe und wahrscheinlich niemals in meinem Leben irgendetwas singen werde. Deshalb haben wir uns gezielt hingesetzt und gemeinsam quasi Beats gebaut, beziehungsweise ganze Tracks entworfen und haben geschaut, hey, welcher Artist passt ganz gut dazu, mit welchem Artist können wir eventuell was machen, und so kamen wir halt auf Cliff Savage. Und so ist dann das ganze Konzept entstanden, meine Freunde. Ich habe niemals davon gesprochen, dass ich in diesem ganzen Konstrukt irgendwann mal als Voice Actor beziehungsweise Sänger auftreten werde, noch habe ich jemals erwähnt, dass ich irgendwann plane, eine Gesangskarriere anzustreben. Was zum Teufel? Viele Leute fragen sich dann, was hast du denn dann gemacht? Ich meine, wenn du nicht singst und Micha das Lied gebaut hat. Das ist eine gemeinsame Entwicklung gewesen. Obwohl Micha den Großteil der eigentlichen Produktion übernommen hat, meine Freunde, haben wir zusammengesessen im Studio und haben gemeinsam das Ganze entworfen. Kreativer Input kam von beiden Seiten. Die Skills lagen natürlich dann größtenteils bei Micha. Das kann ich hier auch offen sagen. So ist das Ganze quasi entstanden und so viel auf jeden Fall schon mal zu diesem Thema. Der Großteil des Feedbacks, meine Freunde, war sehr stark. Und es fragen ja noch mehrere Leute nach dem Instrumental. Das Instrumental als einzelnes haben wir nicht rausgehauen, denn wir empfinden das Ganze irgendwie nur als gesamtes Lied, als vollkommen. Das heißt, es gibt kein einzelnes Instrumental dazu, sondern tatsächlich nur dieses eigene Lied, und das ist irgendwie zusammenhängend, ist ja wohl logisch. Man sieht es hier, meine Freunde, release mal den Beat, wäre nett. Wenn das tatsächlich gewünscht ist, spreche ich das gerne mit Micha ab und ihr könnt einmal ganz kurz in die Kommentare ballern und einen Daumen nach oben da lassen, dann könnte man das ja mal ganz kurz angehen. Kommentare wie Revi hat nichts gemacht, das finde ich ein bisschen schade, meine Freunde, weil ich bin halt, wie gesagt, mit allen Leuten quasi nach L.A. geflogen, wir haben den Song zusammen gemacht, wir haben alles zusammen im Studio erarbeitet, wir sind gemeinsam hingeflogen, haben ein Musikvideo, alles gemeinsam in einem Gruppenprojekt erarbeitet, meine Freunde, und jeder hat auf jeden Fall seinen Anteil zu diesem gesamten Ding geleistet. Sei es der Designer gewesen, sei es Thomas gewesen, sei es Jody gewesen, die uns im Drehbuch geholfen hat. Jeder hat irgendwo zu diesem Gesamtkonzept etwas beigetragen und es ist im Endeffekt richtig geil geworden. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, meine Freunde, ihr könnt die ganze EP natürlich auch kaufen. Wenn ihr das tun wollt, schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung. Da sind die Links zu iTunes und Apple Music und auch Amazon und Google Play. Falls ihr das nicht tun wollt, sind wir natürlich auch auf Spotify vertreten und würden uns gerne darüber freuen, wenn ihr das Ding, wie gesagt, anderen Leuten zeigt. Kommen wir nochmal ganz kurz zum generellen Feedback. Ich glaube, ich brauche dazu gar nicht mehr sagen, als dass die meisten von euch extrem beeindruckt gewesen sind und ich wirklich echt extrem Shit hatte davor, wie das bei euch ankommt. Denn aufgrund mehrerer Beispiele, die ihr vielleicht sehen könnt an Dislikes und Protestaktionen innerhalb der YouTube-Community, haben mehrere Leute wie unter anderem Katja Krasavic und Bibi dafür gesorgt, dass es nicht ganz so einfach ist, als YouTuber einfach mal Musik rauszubringen, weil deren Releases halt einfach vielleicht nicht den Großteil der Leute angesprochen haben, beziehungsweise vielleicht doch einfach nicht qualitativ.
So, will ich jetzt auch gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ich glaube, ihr versteht ein bisschen, was meine Angst vorher gewesen ist. Ich hatte wirklich vorher extrem Schiss, meine Freunde. Und habe gedacht, dass das Ding zu Tode gehatet wird. Ich finde es übertrieben geil, dass ihr so krankes Feedback dagelassen habt für Thomas, meine Freunde. Denn Thomas hat sich da mit John gemeinsam richtig krank verausgabt, Leute. Und das Ding ist so dermaßen heftig geworden. Und da könnt ihr auf jeden Fall jetzt schon mal einen fetten Applaus auf jeden Fall an ihn in die Kommentare ballern. Wie gesagt, meine Freunde, allein das Musikvideo ist so dermaßen aufwendig gewesen, dass ich im Gesamtkonzept, als das erste Mal fertig gesehen habe, gesagt habe, Digga, was habt ihr da produziert? Wie gesagt, alles in allem gefällt es euch sehr, 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 sehr gut und ich glaube, die größten Kommentare, abgesehen von meinem cringy Englisch, was ich tatsächlich dann vielleicht nochmal angehen sollte, wo ihr tatsächlich recht habt, ist das Gesamtfeedback auf jeden Fall sehr zufriedenstellend und wir freuen uns auf jeden Fall, noch mehr in die Richtung zu machen. Ich würde mich hier auch nochmal sehr darüber freuen, wenn ihr hingeht und eventuell unseren Musikkanal abonniert, meine Freunde, und zwar den Not So Cool Kanal, der ist ganz oben verlinkt, denn da kommt am 14.04. schon das nächste Musikvideo online und zwar ein Lyric-Video mit der guten Polina Vita zu diesem Track hier. I've been waiting all my life for someone like you. For someone like you. Ihr habt's gehört, meine Freunde, I've Been Waiting ist quasi der nächste Track. Zwischendurch kommen immer wieder mal ein paar Animationsvideos, sprich einfach nur die Audio-Videos mit einer kleinen Animation, die Thomas erstellt hat. Und es wird sich auf jeden Fall lohnen, diesen Kanal zu abonnieren, denn da werden wir auch irgendwann unsere Radioshows hochladen. Ein weiteres Kommentar, auf das ich gerne eingehen würde, ist sowas hier. Revi, du hast deinen Namen nicht zensiert, in Klammern Sebastian Meyer. Glaubt ihr allen Ernstes, meine Freunde, dass ich bewusst hingehe und meinen Namen da reinschreibe und den im Nachgang zensiere? Ich glaube nicht, das war eine bewusste Entscheidung von uns. Außerdem ist mein Name sowieso publik und ich habe damit kein Problem. Alles cool. Ich möchte mich auf jeden Fall hier nochmal im Gesamten für das komplette Feedback bedanken und ich würde auch gerne gleich nochmal auf ein paar Videos hinweisen, wo Leute extrem cool darauf reagiert haben, meine Freunde. Ich freue mich wirklich darüber und ja, ihr hättet recht, wir hätten auf jeden Fall schon mal die Lyrics einfügen sollen, aber das hat er hier schon mal netterweise gemacht, da gibt es schon mal einen Daumen nach oben für. Aber wie gesagt, Leute, macht euch bitte keine Sorgen, ich werde nicht irgendwann einen Song hochladen, wo ich singen werde. Zumindest hoffe ich das, es sei denn, ich fange irgendwann an singen zu lernen, was ich tatsächlich bezweifle, weil wie gesagt, ich glaube, wenn man keine gute Stimme hat, ist es unmöglich singen zu lernen. Gut, da gab es auch oft genug Beispiele, die das versucht haben, wo es nicht so gut geklappt hat. Aber wie gesagt, Leute, alles im Allen sind wir mit dem Feedback super, super, super zufrieden und ich freue mich echt über jeden Menschen, der uns da irgendwie mit einem Album kauft, einem Stream auf Spotify, einem Daumen nach oben oder einem Share von Musikvideo irgendwie unterstützt. Sei es sämtliche Formen der Unterstützung, meine Freunde, wir freuen uns über wirklich echt über alles und ihr müsst uns glauben, wir haben sehr viel Zeit da rein investiert. Zeit, die wir hätten auch sicherlich anders benutzen können, aber es war einfach ein Leidenschaftsprojekt und wir haben gesagt, okay, wir wollen es jetzt durchziehen. Es war auf jeden Fall nicht einfach, so viel kann ich euch auf jeden Fall dazu sagen. Es war wirklich, wirklich teilweise sehr stressig für uns, das Ganze nebenbei zu machen. Micha ist gerade dabei, seinen Master zu machen in der Universität auf einer sehr, 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 sehr schweren Hochschule und ich habe halt neben meinem YouTube, meinem Twitch-Kanal und noch ein paar geschäftlichen Dingen, die ich zu tun habe, auch noch einiges am Laufen, was auf jeden Fall zeitfressend ist. Nichtsdestotrotz sind wir super, super froh über das Endprodukt. Tryhard Feely schließt es ganz gut ab. Du Hurensohn, und singst dich mal selber. Er sagt es, Bro. Wie gesagt, der nächste Song kommt dann bei 2 Millionen Likes, wenn ich selber singen soll. Ich möchte hier nochmal ganz kurz die Kanäle Brody und Smoothtube hervorheben, die auf jeden Fall sehr, sehr cooles und nettes Feedback dagelassen haben. Gerade Smoothtube, der sich hier wirklich ziemlich hochwertig und intelligent mit dieser ganzen Musikgeschichte auseinandergesetzt hat, der zum Beispiel Kritikpunkte hatte, wie zum Beispiel, dass eine Hi-Hat ihn irgendwie ein wenig stört oder das und das und das. Also da merkt man auf jeden Fall, da steht jemand dahinter, der sich wirklich Mühe gemacht hat und Ahnung von Musik hat. Dann gab es noch ein wunderschönes Not So Cool Cover, was ich euch gerne ans Herz legen würde, meine Freunde. Ich zeige euch mal ganz kurz Not So Cool, Not So Cool Cover. Da gab es nämlich ein wunderschönes Cover und zwar ist es das hier gewesen von Status Zero, meine Freunde. Finde ich wirklich ziemlich, ziemlich cool. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Kann ich auf jeden Fall wirklich nur feiern. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's von diesem Video. Ich wollte einfach nur noch mal ganz kurz darauf hingewiesen haben. Geht bitte hin, wenn ihr noch Zeit und Bock darauf habt. Teilt dieses Video weiter. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwann die magische 1-Million-Views-Grenze knacken würden, Leute. Es wäre mir eine Ehre. Und ich bedanke mich wirklich echt für dieses unglaublich krasse Feedback. Im Namen von Not So Cool, von Micha, mir, von allen Leuten, die daran mitgewirkt haben. Und ich finde es extrem dope, dass ihr das so geil angenommen habt, meine Freunde. Ich möchte mich einfach hiermit nur bedanken. Ich hoffe mal, ihr könnt dieses Video irgendwo nachvollziehen und hättet jetzt rum, dass es kein lustiges Comedy-Meme-Video gewesen ist, Leute. Das waren meine Meinungen zu unserem Release und ich würde mich sehr darüber freuen, wie gesagt, wenn ihr das Video vielleicht nochmal ein wenig teilt. Das war's. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Checkt unsere Spotify-Playlist aus, meine Freunde. Da findet ihr sämtliche Musik, die wir gerne hören und feiern. Und das war's von diesem wunderschönen Video. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Auf Wiedersehen und wir sehen uns morgen um 12.30 Uhr zu einem weiteren Gaming-Video und abends zu einem schönen Livestream um 18 Uhr wieder. Küsse eure Augen, meine Freunde. Morgen um 18 Uhr bin ich wieder live. Vielen Dank für euer Feedback. Das hat echt Spaß gemacht. Und wir sehen uns demnächst mit neuer Musik wieder. Haut rein. Ciao, ciao.